In Europa sind, was Schnelligkeit angeht, die Franzosen vorne dran. In den Planungsbüros der SNCF war 1971 eine Hochgeschwindigkeitsstrecke von Paris nach Lyon entworfen worden. Nach ihrer Fertigstellung wird die Fahrzeit zwischen den beiden Millionenstädten weniger als 2 Stunden betragen, bei Tempo 260. Geplant ist ein 20-Minuten-Takt. Anders als bei uns kommen hier die Bahnbauer zügig voran. 2 Drittel der Strecke sollen bereits 1981 in Betrieb gehen, der Rest 1983. Da auch hier, wie in Japan, keine Güterzüge verkehren werden, kann die Trasse bis 35 Promille ansteigen. Auf der 388 Kilometer langen Strecke ist kein einziger Tunnel erforderlich. Bei einem Verzicht auf Güterverkehr kann man solche Strecken nicht nur steiler bauen, sondern auch horizontal der Landschaft besser anpassen. Da alle Züge mit gleicher Geschwindigkeit verkehren, ist es unproblematisch, Kurven enger zu halten, dafür aber stärker zu überhöhen. Der Schnelltriebwagen TGV ist das Fahrzeug für die neue Magistrale. Seit 1978 wird er planmäßig erprobt, mit Spitzengeschwindigkeiten von 260 bis 280 Kilometern in der Stunde. Die neue Schnellstrecke von Rom nach Florenz, genannt Direttissima. Ihr Bau war 1969 beschlossen worden, weil die alte kurvenreiche Strecke hoffnungslos überlastet war. Landschaftsfreundlich ist sie nicht gerade gebaut, diese Betonrennbahn durch die Toskana. In Nord- und Mitteleuropa werden die künftigen Hochgeschwindigkeitsstrecken stärker in die Landschaft integriert sein. Trotzdem gebührt Italien das Verdienst, als erstes Land in Europa den Bau einer neuen Eisenbahnmagistrale beschlossen zu haben. Seit Februar 1977 sind 122 Kilometer, die Hälfte der Strecke, in Betrieb. Allerdings nur mit der auch im alten Netz geltenden Höchstgeschwindigkeit. Die neue Strecke wird übrigens auch Güterverkehr aufnehmen. Auf die raschen Baufortschritte in Frankreich, Italien und auch in Polen können die deutschen Eisenbahningenieure nur neidvoll blicken. Freilich sind sie nicht selbst schuld daran, dass ihr Superzug längst Verspätung hat. Städteschnellverkehr hat nämlich Tradition bei der deutschen Eisenbahn. Schon in den 30er Jahren hatte die Reichsbahn als einzige der Welt ein Intercity-Netz aufgebaut. Triebwagenzüge vom Typ des fliegenden Hamburgers verbanden mit 160 bis 180 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit die Großstädte des Reichs mit der Hauptstadt Berlin. Doch mit dem Krieg brach auch dieses Intercity-Netz zusammen. Aber schon 1964 wieder legte die Bundesbahn sehr weitgehende Pläne für den Ausbau eines Schnellstreckennetzes vor. Doch die Bonner Verkehrspolitiker, ganz im Banne des Straßenverkehrs, interessierten sich dafür nicht. 1965 zur Verkehrsausstellung in München ließ die Bundesbahn dann erstmals wieder Züge planmäßig mit Tempo 200 verkehren, von München nach Augsburg. Aber solche Schnellfahrten auf einem nur kurzen Streckenabschnitt brachten nichts, wenn im übrigen Netz das Tempo wieder stark gedrosselt werden musste. 1970 legte die Bundesbahn dann ein neues Ausbauprogramm vor, das mit einigen Abstrichen 1973 von der Bundesregierung schließlich genehmigt wurde. Es sieht 3 neue Strecken, in der Grafik rot und 9 auszubauende Linien vor, in der Karte grün. Die neuen Strecken sind Hannover-Würzburg, Mannheim-Stuttgart und Köln-Frankfurt. Über die letzte hat Bonn noch immer nicht endgültig entschieden. Bei Baubeginn 1973 herrschte noch Optimismus, wie diese bahneigene Filmdokumentation zeigt. Der Anfang zum Streckenneubau ist gemacht. In Laatzen, südlich von Hannover, war man im August 73 zusammengekommen, um dem denkwürdigen Ereignis festlichen Ausdruck und öffentliches Gewicht zu verleihen. Der Vorstand der DB begrüßte viel Prominenz aus Bund, Land und Gemeinden.
Die Festredner unterstrichen es mit Nachdruck, dass dieser Tag in die Geschichte eingehen wird als Signal zur Fahrt in das europäische Eisenbahnsystem des Jahres 2000. Wir bauen einen neuen Schienenweg. Wo gebaut wird, ist Zukunft. Die DB wird bis zum Jahre 1985 zunächst die Strecken Hannover-Gemünden, Köln-Groß-Gerau, Mannheim-Stuttgart und Aschaffenburg-Würzburg in einer Gesamtlänge von 630 Kilometern neu bauen und die Trassen für Geschwindigkeiten bis 300 Kilometer pro Stunde auslegen. Wo Entschlüsse gefasst und Taten ihren Anfang nehmen, hat schon immer ein kräftiger Zug die Sache ins richtige Rollen gebracht. Doch bei aller Euphorie der Stunde wird die Bundesbahn hart arbeiten müssen, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Die Bahn ist dazu entschlossen. Autobahnbau im Voralpenland. In den vergangenen zwei Jahrzehnten fraßen sich die Asphaltbänder nicht nur immer weiter in Siedlungsgebiete, sondern auch in die wenige noch unberührten Landschaften vor. Die Natur wurde dabei zum Nulltarif kalkuliert. Aber Anfang der 70er Jahre schlug das Bewusstsein vieler Bürger um. Das Ausmaß der Zerstörungen durch den hemmungslosen Straßenbau war bewusst geworden. Wachstums- und Energiekrise taten ein Übriges. Jetzt wuchs die Zahl derer, die überhaupt keine neuen Verkehrsbauten mehr haben wollten. Mitten in diesen Stimmungswandel platzte nun, um ein Jahrzehnt zu spät, die Bundesbahn mit ihren Neubauplänen. Der ganze Unmut, den die gigantischen Straßenbauten erzeugt hatten, richtete sich nun gegen den Bahnbau. So war die Eisenbahn doppelt betroffen. Erst von den Politikern jahrelang zugunsten der Straße vernachlässigt, dann wegen der Straßenbausünden von vielen Bürgern nicht mehr gewollt. 6 Jahre nach Baubeginn hat deshalb die Fahrt in eine bessere Eisenbahnzukunft noch nirgendwo begonnen. Von der 328 Kilometer langen Neubaustrecke Hannover-Würzburg existieren ganze 12 Kilometer. Und auch dieser Mini-Abschnitt war nur möglich, weil die neuen Gleise einfach zwischen den alten verlegt werden konnten. Über diese Maßnahmen im Vorfeld des Hannoveraner Hauptbahnhofes, hier ein Überwerfungsbauwerk, über das ein kreuzungsfreies Einfädeln in den Bahnhof möglich wird, ist man bisher nicht hinausgekommen. Und selbst der Wille und die Bereitschaft der Deutschen Bundesbahn, den neuen Schienenweg mit architektonischer Sorgfalt an die Umwelt anzupassen, hat ihr zum Durchbruch nicht verholfen. Denn noch immer steht das Bimmeln der Schranken für viele Bürger nicht für das umweltfreundlichste und energiesparendste Verkehrsmittel, sondern eher für Lärm und Erschütterungen, ja sogar für den Größenwahn der Planer. Wo früher die Einsicht der Verkehrspolitiker fehlte, blockiert jetzt ein erstarktes Umweltbewusstsein den Fortschritt auf Schienen. Die emsigen Bauarbeiten trüben. Es ist der letzte der 12 fertigen Kilometer. Einen Kilometer weiter ist die Bahnfahrt in die Zukunft schon gestoppt. Einem Mahnmal gleich ragt diese Brücke in die Landschaft. Ein steter Hinweis auf ein stagnierendes Bahnbaukapitel. Zu unterschiedlich sind die Auffassungen von Bundesbahn und Bürgern. Ganz ähnlich ist das Bild auf der zweiten Bundesbahn-Großbaustelle im Einzugsbereich des Mannheimer Hauptbahnhofes. Seit dem Baubeginn im August 1976 ist man 10 Kilometer weit vorangekommen. Die fertige Trasse, die einmal über 105 Kilometer nach Stuttgart führen soll, wird knapp 3 Milliarden Mark kosten. Im Mannheimer Bahnhofsbereich sind die wichtigsten Arbeiten fast abgeschlossen. Geebnet ist auch der Weg hinaus aus der Stadt. Fast 3 Kilometer lang zieht sich ein gelbes Sandband, gesäumt von einem Lärmschutzwall, durch die Wiesen. Mehr als die Hälfte der geplanten Strecke soll in Tunnels oder Einschnitten verlaufen. Nicht zu einem geringen Teil Ergebnis der Proteste von Bürgerinitiativen. Wenige Kilometer südlich von Mannheim demonstriert die Bundesbahn, wie man sich die Rekultivierung eines Eingriffs in die Landschaft vorstellt. Unterhalb dieser Bepflanzung donnern später einmal die Züge durch. Die Trassenführung ist hier am Baumbestand noch deutlich zu sehen. Das ist der künftige Pfingstbergtunnel. Er soll 5,5 Kilometer lang werden. Der Meter kostet 30.000 Mark. Gut die Hälfte dieses Bauwerks steht bereits. Völlig blockiert sind indes die letzten 700 Meter. Sie liegen auf Schwetzinger Gebiet im Ortsteil Hirschacker, eine Siedlung, die bereits zwischen einer Bahnlinie und einer Autobahntrasse liegt. Jetzt wehrt sich ein Teil der Anlieger gegen das neue Projekt. Ein Sprecher der Bahn: viele der Häuser wurden erst gebaut, als es die Autobahn schon gab.
Den Ärger über den Straßenlärm aber lässt man jetzt an uns aus.